also als Kind habe ich Meerjungfrauen halt auch schon immer so cool gefunden, habe, keine Ahnung, Serien damit geguckt oder so. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass es so Flossen richtig gibt, hätte ich bestimmt auch eine haben wollen. Unter Wasser mit der Flosse zu schwimmen, man fühlt sich einfach irgendwie so leicht und so frei. Naja, also man bewegt halt den ganzen Körper wie in so einer Wellenbewegung. Und am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, ist es halt auch einfach schwierig, erstmal richtig runterzukommen. Soll ich dir vielleicht noch mal ein bisschen zeigen, wie man das macht? Okay. Eins, zwei, drei. Also dann möchte ich natürlich jetzt gerne im Herbst Miss Mermaid International werden. Also das wäre richtig cool, wenn ich den Titel auch noch bekommen würde. Also man muss es auf jeden Fall erstmal ein bisschen üben, bis man mit der Flosse richtig schwimmen kann. Weil das ist ja einfach eine ganz andere Bewegung, als wenn man so normal schwimmt. Man muss ja wirklich den ganzen Körper bewegen, so ein bisschen wie in so einer Wellenbewegung. Und ja, das muss man ja halt erst so ein bisschen üben. Aber wenn man es dann kann, kommt man halt noch viel schneller voran, als wenn man sonst so schwimmt. Ja, bei dem Unterwasser-Posing dann im Roten Meer war es schwierig, weil wegen dem vielen Salz wurde man erstmal auch immer wieder hochgetrieben. Also, dass man unten bleibt, war schwierig. Und dann musste man ja eine gute Pose machen, die Augen aufmachen und am besten noch lachen. Also, das alles zusammen war dann gar nicht so einfach. Naja, also man bewegt halt den ganzen Körper wie in so einer Wellenbewegung. Und am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, ist es halt auch einfach schwierig, erstmal richtig runterzukommen. Weil am Anfang kann es passieren, dass man halt mit der Flosse erstmal noch oben ist und nur so ein bisschen oben rumpatscht und dann kommt man natürlich nicht vorwärts. Also das muss man auch ein bisschen üben, dass man dann wirklich komplett unter Wasser ist damit. Also insgesamt trainiert für den Wettbewerb habe ich ungefähr ein Jahr, aber ich weiß nicht, dadurch, dass ich immer schon so viel getaucht und geschwommen bin, ist mir das gar nicht so schwer gefallen. Also bis ich das dann konnte, habe ich gar nicht so viel üben müssen.
okay. Soll ich dir vielleicht noch mal ein bisschen zeigen, wie man das macht? Okay. Weil man muss ja den Körper in so einer Wellenbewegung bewegen. Und es ist halt wichtig, dass man wirklich komplett so unter Wasser ist. Sonst patscht man ja, wie du gemerkt hast, bestimmt nur so ein bisschen oben rum und kommt gar nicht so richtig vorwärts. Soll ich einfach 1, 2, 3. Und dann patsch einfach mal ein bisschen damit rum.